bin Professor für Informatik und speziell in dem Bereich Computer Vision tätig. Auf Deutsch heißt es Bildverarbeitung und Mustererkennung. Aus den Bildaufnahmen die Welt zu interpretieren, das ist das Ziel unserer Forschung. Und da geht es gar nicht so sehr darum, die Augen zu reproduzieren im Sinne einer Kamera zum Beispiel, sondern eher das zu reproduzieren, was das Gehirn mit diesen Bildern macht. Aus den Farben, die die Kamera aufnimmt von der Welt, möchte ich zu Konzepten kommen einer Welt von Objekten, von Relationen zwischen Objekten, von einer dreidimensionalen Struktur der Welt. Ich möchte die Bewegung der Strukturen erfassen, erkennen, berechnen. Also ich weiß nicht, ob Sie das hinten auch gehört haben, bei Herrn Krämers auf dem Schoß sitzt unter anderem ein kleiner junger Mann, der vor Schnulli gar nicht sprechen kann, aber sagt, da ist der Daniel drauf, da ist der Daniel drauf auf dem Film. So soll das eigentlich sein. Also bei der Leibniz-Preisverleihung jedenfalls. Meine Damen und Herren, dem Computer das Sehen beizubringen, wie hier gerade stand, diese Aufgabe stellt sich heutzutage in immer weiteren Bereichen. Denken Sie an selbstfahrende Autos, an Fahrerassistenzsysteme, an Robotik, an bildgebende Verfahren in Biologie und Medizin. Entwicklungen, die unser individuelles und kollektives Sein in der Welt schon jetzt prägen und es in Zukunft ganz gewiss intensiver prägen werden. Und die daher auch das Forschungsfeld der Bildverarbeitung und Mustererkennung ins Zentrum der Informatik gerückt haben. Das Forschungsfeld von Herrn Krämers. Wir ehren mit ihm heute einen Forscher, der dieses Feld ganz entscheidend mitentwickelt und vorangetrieben hat in den letzten Jahren und der zu den Größen seines Fachs gehört. Auch deshalb, weil er in seiner Forschung kontinuierlich und konsequent zwischen erkenntnisgeleiteter Forschung und ganz direkten Anwendungen, außerwissenschaftlichen Anwendungen hin und her wandert und der damit beides zugleich befruchtet. Gut belegt wird das etwa dadurch, dass seine Algorithmen bei einer nicht ganz unbekannten deutschen Medizintechnikfirma in der Software für medizinische Bildanalyse verwendet werden oder etwa im Fahrerassistenzsystem 6D eine zentrale Rolle spielen. So viel Product Placement muss sein. Das eine war Siemens, das andere war Daimler-Benz. Mit seinen Studien leitet Herr Krämers seit Jahren Herausragendes in der Bildverarbeitung und Mustererkennung, wobei vom Nominierungsausschuss für den Leibniz-Preis insbesondere sein Ansatz der konvexen Optimierung hervorgehoben worden ist, der erstmals auch effiziente Berechnungen und tragfähige Optimierungsverfahren für ein breites Spektrum von eigentlich nicht konvexen Aufgaben der Bildverarbeitung möglich gemacht hat. Ein Ansatz, der sich mittlerweile in Theorie und Praxis als Standardverfahren durchgesetzt hat und der nun von Herrn Krämers für eine ganze Reihe zentraler Aufgaben der Bildverarbeitung produktiv gemacht wird, darunter die bildbasierte 3D-Rekonstruktion, das Bildentrauschen, die Bildsegmentierung und der optische Fluss. 1971 in Freiburg geboren, studierte Herr Krämers zunächst Mathematik und Physik in Heidelberg und als Fulbright-Stipendiat auch in New York und in Bloomington, bis er dann nach einem Abschluss in theoretischer Physik 1999 der Computer Vision Group von Christoph Schnörr an der Universität Mannheim beitrat, wo er 2002 auch promoviert worden ist. Wie viele der Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Tags zog es ihn anschließend als Postdoc in die USA und an die UCLA. Dann forschte er ein Jahr lang bei Siemens Corporate Research in Princeton. 2006 kehrte er zurück nach Deutschland und die Universität Bonn, wo er zum
Professor berufen worden ist. Seit 2009 hat er an der TU München einen Lehrstuhl, also sonst überall in Deutschland heißt es W3-Professur, aber es ist ein Lehrstuhl an der TU München natürlich. Ich weiß sowas, ich habe auch in München einen Lehrstuhl. Ein Lehrstuhl für Bildverarbeitung und Mustererkennung, wo er auch außerordentliches Geschick und Tatendrang bei der Ausbildung seiner Doktorandinnen und Doktoranden zeigt und eine der leistungsstärksten Computer Vision Groups weltweit aufgebaut hat. Lieber Herr Kremers, ich freue mich außerordentlich, Ihnen namens der Deutschen Forschungsgemeinschaft den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis 2016 überreichen zu dürfen. Und Sie können zu dritt auf die Bühne kommen.